Sehen Sie heute bei DVS-TV diese interessanten Themen. Tragbarer Laser reduziert Reparaturzeiten. Klebstoffauftrag in Steppnahtform. Sicherheit geht uns alle an, eine neue Videoreihe. Und Sicherheitshandbuch Schweißarbeiten. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung. Auch kleine Defekte an Produktionswerkzeugen können schnell hohe Kosten verursachen, nicht nur durch aufwendige Reparaturen, sondern vor allem durch den Stillstand der Produktionsanlage. Ein tragbarer Laser und das dazu entwickelte innovative Konzept des Inline-Laser-Repair-Systems ermöglicht eine drastische Verringerung der Ausfallzeiten. Das kompakte Festkörperlaserschweißgerät mit einer Basisfläche von nur 0,2 Quadratmetern ist spezialisiert auf punktuelle Reparaturschweißungen, wie sie zum Beispiel in Spritzgießmaschinen bei kleinen Lunkerstellen oder Spritzgraten notwendig werden. Klebstoffauftrag in Steppnahtform. Vor Jahren noch als unsicherer Prozess eingestuft, ist dies heute Stand der Technik. Die Steppnaht-Applikation verhindert, dass aufgetragene konstruktive Klebstoffe durch die Wärmeeinwirkung nachgelagerter Schweißprozesse beschädigt werden. Der Klebstoffauftrag wird an der Stelle des später platzierten Schweißpunktes gezielt unterbrochen. Bei gleicher Funktion der Verbindung kann so bis zu 20% des Klebstoffes eingespart werden. Bei der hier gezeigten Anwendung bewegt sich der Roboter mit einer Applikationsgeschwindigkeit von 400 mm pro Sekunde und trägt kurze Nahtsegmente von 40 mm auf. Der Abstand zwischen den Segmenten beträgt nur 10 mm. Hier wird im nachfolgenden Prozess der Schweißpunkt gesetzt. Um dem Sicherheitsmanagement mehr Geltung zu verschaffen und die Verwendung von PSA, persönlicher Schutzausrüstung, nachhaltig zu fördern, hat Spirion gemeinsam mit einigen seiner Kunden die Videoreihe »Sicherheit geht uns alle an« produziert. Die Videos behandeln vorrangig die Rolle des Sicherheitsmanagements in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, beispielsweise einer Hochbahn auf dem internationalen Flughafen Miami oder bei der Erdgasförderung in Frankreich. Dabei rückt der menschliche Aspekt in den Vordergrund. Die Notwendigkeit der PSA wird exemplarisch dargestellt. Schweiß- und Schneidverfahren sind als Zündquelle für Brände und Explosionen äußerst ernst zu nehmen. Seit dem Brand am Düsseldorfer Flughafen weiß das eigentlich jeder. Wirklich jeder? Manchmal sprechen die Zahlen und Fakten eine andere Sprache. Immer wieder werden Sicherheitsgrundsätze missachtet, trotz Schulungen und Unterweisungen. Das Sicherheitshandbuch Schweißarbeiten will daher nicht nur Fachkräfte, sondern auch Führungskräfte für die fachspezifischen Gefährdungen sensibilisieren. Eine Vielzahl von Bränden, Explosionen und Unfällen wurden ausgewertet und sollen der Prävention dienen. Nächsten Dienstag berichten wir über Neuigkeiten aus dem Hause EWM.